Was ist Weltreiten? Ja, Weltreiten ist das Mountainbiken im alpinen Gelände. Also eigentlich, ja, man kann es ein bisschen erweitern und sagen auf Wanderwegen in den Alpen, wo man im Fall irgendwo aufgetragt auf dem Gipfel und wieder hochgefahrt. Und das kann extrem schwer sein, es kann extrem technisch sein und oftmals steil, daher Welt. Und Rider eben, das wir versuchen zum Fahren, zumindest herunter. Das ist immer schwer zu sagen, seit wann es das gibt, weil Leute wahrscheinlich mit dem Radl schon früher verrückte Sachen gemacht haben oder probiert haben, Wege zu bewältigen. Und um nichts anderes geht es ja im Prinzip. Ich meine, das ganze Erlebnis Mountainbiken, das wir haben, das besteht natürlich auch aus dem Aufgefahren, dann auch tragen. Das ganze Naturerlebnis, das gehört alles dazu. Aber das Worldriden an sich, der Begriff Worldriden, bedeutet für mich schon dann das Bezwingen von den ganz schwierigen Stellen. Also wir sind auch schon Trails gefahren, wo wir das meiste wieder runtergeschoben haben. Das kann man nie sagen, man muss halt, das ist immer ein bisschen ein Abenteuer auch dabei, dass man nicht unbedingt weiß, wie der Weg ist. I just wanna be a man. Keine Korne gewesen, da war es in der Nichte. Ja. Nein, da ist echt noch niemand hinten gewesen mit einem Radl. Also oftmals gibt es Wege, die schauen gar nicht so schwer aus, sind aber unnötig gefährlich oder unnötig ausgesetzt. Und auf der Gaklerin ist der Weg so extrem schön und logisch durch die Felsen gelegt, dass es einfach schon deswegen einen ästhetischen Reiz hat. Und da ist immer das Ziel, dass man auf dem Gipfel steht. Das ist bei den Kletterern so, bei den Skitourengehern so. Und wenn man es mit dem Radl schafft, dann ist das die logische Konsequenz beim Mountainbiken. Klein auf dem Gipfel ist einmal relativ steiles S, wo es dann über eine Felsstufe runtergeht. Sonst die Schwierigkeit dort ist eigentlich, dass es viel losen Schotter hat, was einen runtertreibt in der Steilheit. Und da halt dann die Richtung zu halten und am Weg zu bleiben, die Stufen zu bewältigen, sodass man nicht über den Lenker geht oder so. Das sind die Schwierigkeiten, die dort zu bewältigen sind. So gerade fahren und nachher ist da aber die Stufe so hoch. Vor allem war es leider nach und nach. Sauber, ey. Geil! Das nächste Ziel ist auf jeden Fall, dass man die Stellen aneinander reiht. Man hat es dann ja schon mal befahren, was, wie und wo die Lines sein und kann aus den Teilen, die man irgendwie entdeckt hat, ein Ganzes machen. Ja. Ja, aber ohne Dumme. Wieso habt ihr euch lachen? Ich hab's nicht.
bit up lit and anonymous. Spit the farm on us, no alarm on us. Set the course, boys, push the tempo. We a 9-11, push you just to Kia Sorento. Here for the task at hand, stand cause the dance floor flux full on demand. In effect, we wreck like a Teddy Rump shaker. I love to talk about it, can we do this later? No, don't you fret, I guess I get a bit too antsy when the moon's full. CD, cassette, OP, or net. From Constantinople to Istanbul, so don't think, don't stop. Hesitation, can't even with the sweet temptation. Ration, ration, two-step driver, we see you looking, so stop your hiding. Move your body, shake your body. Move your body, shake your body, dance. Move your body, shake your body. Move your body, shake your body, dance. Shake your body, dance, dance. Shake your body, dance. Move. Shake your body, dance, dance. Shake your body, dance. Whoa, look what we just did. Feel the dance floor with all the cheeks. They moving sick, trying to get all attentions and get your soldier out to play salute. Hey, the proof what we play since we mix this world ain't been racist. Shit scripts through the place. Matter of fact, if you've been in the place, make your hands just wave. Left, wait to the right. Better be strong, you gon' be waving all night. Stop what you do. Just tripping, mention you gig as a cock. Left, right, hold combination. Lock, pop another move. Set a groove foundation. It better ring a bell like Kristen. Listen, I'm a man that's on a mission. A beast of a boy and a hoss of a man. Little Joe on the mic like a one-night stand. Now waiting, you saying. Kill Bill cuts with a slice of slaying. Slaying, singing like I'm Leo saying. Hit the dance floor with no delaying. Poetic like your body in motion. Focus on your face. The feet flow like lotion. To the moves back out. Till your dues back out. And watch you groove in this house while you move your body, shake your body. Move your body, shake your body. Dance, move your body, shake your body. Move your body, shake your body. Dance, shake your body, dance, dance. Shake your body, dance, move. Shake your body, dance, dance. Shake your body, dance. Look at her, she like, hey, that's my song. And you don't care what's going on, cause he jamming. Yeah, his beat is slamming and I'm just throwing it. My spice twice and it's steaming. Plus screaming in life. If you figure you compare to this team, we groove it. Cause we hip-hop legends, no losing. Ich mag schon die gute Mischung aus technischen Stellen und dem Flow. Also nur Kackle kann auch sein, also es kann über lange Distanz auch sein, dass es sehr hacklig ist. Das ist auch okay, aber dann irgendwann muss es mal wieder ein bisschen flowiger werden. Weil sonst geht die Kraft aus. Chalk it up to daily grind, cause every step that you're taking is making the outline of pavement just a little more defined as the rigor mortis climbs up the soul that you sold. A pocket full of gold and American sign that says dream. Just dream, just dream, just dream. All you ever really done is go a little bit farther, make a little more money, work a little bit harder, and you'll never be content. What you got is not enough. I can see it, can't you? It's eating you up, day in, day out. The same old thing, not happy with the life that you chose for yourself. Worked in home, then began it all again. And the kingdom of God gets put up on the shelf, taken out for company, and spoken of well. But your heart knows the difference if your mind can't tell. And that's the ripping at the seams, the tripping in your dreams, the fact that you ain't happy when you're getting what you need, cause the morning never stops. The having must increase, why we always take so much.